So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. In der letzten Folge sind wir hier halt, ich wollte mit dem Ladenbesitzer quatschen, sind wir hier in dieser seltsamen Welt gelandet, wo wir wohl einen Zauberer namens Calypso retten müssen. Und es gibt hier doch... Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit allen anderen ja, Gelees. Mit, die Konversation hatten wir schon. Hier scheint es den ein oder anderen seltsamen Bewohner zu geben. Ich sage, er gehört hier. Entschuldigung? Wie kann ich dir helfen? Nein, wie kann ich dir helfen? Hör nicht auf ihn. Wie kann ich dir helfen? 10% Rabatt, wenn du mich dir helfen lässt. 20% Rabatt von mir. 30%. 40%. 50%. Werde ich jetzt bedient oder was? Was kann ich für dich tun? Ich brauche handfeste Informationen. Ich möchte mich umsehen. Ist das eine Art Idiotenshow? Ist das eine Art Idiotenshow? Ich weiß nicht, was du meinst. Er redet über uns, du Idiot. Es war ein verrückter Unfall, okay? Okay. Nun, was kann ich für dich tun? Ich brauche handfeste Informationen. Ich brauche handfeste Informationen. Hast du welche? Welche Art von Informationen? Wo in der Welt ist Carmen San Diego? Das ist vermutlich die wichtigste Information. Wo in der Welt ist Carmen San Diego? Ich weiß nicht. Ich genauso wenig. Mist. Was ist denn die Quadratwurzel aus 1369? Was ist die Quadratwurzel aus 1369? 37. Das könnte sogar richtig sein. Was weißt du über Sordid? Was weißt du über Sordid? Er mag gezuckerte Sardellen. Und parfümiertes Badesalz. Sonst noch was? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Kein Grund, unhöflich zu werden. So, hier müssen wir uns aber später umschauen. Hier können wir noch nichts machen. So, links ging's raus in den Wald. Dann gehen wir erstmal hier rechts lang. Und hier, richtig. Haben wir... Das Schild sagt schon viel aus. Diese Kneipe heißt zum betrunkenen Druiden. Richtig, und hier treffen wir ja laut Calypso auch Zauberer, die uns bei unserer Mission ein bisschen helfen. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Moinsen! So, wen haben wir denn hier? Wir haben den Barkeeper. Wir haben... Okay, der ist im Hintergrund, der ist unwichtig. Wir haben die Valkyren und einen Zwerg. Ah, und eine Fruit Machine. Schauen wir uns erstmal die Fruit. Was ist denn eine Fruit Machine? Ich möchte wissen, was das hier zu suchen hat. Ja, ich auch. Benutze. Ich habe keine Groschen. Mist. Dann schauen wir uns mal den Zwerg an. Er sieht vollkommen fertig aus. Können wir denn mit dem sprechen? Ich möchte ihn nicht wecken. Dabei dachte ich immer, Zwerge sind zu trinkfest, das sind doch voll die Säufer. Und der hat hier nur 9 Bier auf dem Tisch stehen. Können wir, ich glaube, sieht aus wie eine Friseurschere. Wohl eher eine Barbierschere, denn, soweit ich weiß, benutze Schere mit Zwerg. Können wir, ja, ihm einfach seinen Bart klauen. Sehr gut. Dann sprechen wir mal mit den Valkyren. Hallo. Was willst du denn, Junge? Kommt ihr oft hierher? Also, kommt ihr oft hierher? Hast du irgendwas eingenommen, Kindchen? Raus hier. Ihr beide würdet gut in meinen nächsten Film passen. Ihr beide würdet gut in meinen nächsten Film passen. Was? Was willst du? Dich. Ich will dich. Dich. Ich will dich. Halt dich zurück, nerviger Minderjähriger. Ich wollte dir nur ein paar Fragen stellen. Du bist nicht etwa von einem dieser Magazine? Doch, bin ich. Na gut. Sehr gut.
Was sind denn eure Maße? Was sind denn eure Maße? Ich habe 38, 22, 34. Und ich habe 36, 24, 34. Ja, genau nach den Maßen seht ihr auch aus. Ihr seid nicht durch Zufall verheiratet, oder? Ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. Welche Hobbys habt ihr denn so? Welche Hobbys habt ihr? Ich töte gerne und trinke viel. Und ich mag Handarbeit und dekoratives Sticken. Und ich töte gern und trinke viel. Sehr gut. Wollt ihr nicht in irgendetwas Luftigeres schlüpfen? Wollt ihr nicht in irgendetwas Luftigeres schlüpfen? Halte doch bitte eine Minute deine Hormone im Zaum. Es ist so gut, diese ganzen Konversationen, die führen im Endeffekt zu nix. Ne? Die führen zu gar nichts, aber es ist so schön, dass sie trotzdem existieren. Wird es euch im Winter nicht etwas kalt? Wird es euch im Winter nicht etwas kalt? Wir haben viel Bewegung. Wenn du verstehst, was wir meinen. Ja, töten zum Beispiel. Wisst ihr etwas über Sordid? Wisst ihr etwas über Sordid, den bösen Zauberer? Deshalb sind wir eigentlich hier. Wir sind aus den fernen nördlichen Steppen gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Durch die gefährliche Wüste Kring. Nur rastend, um den bösen Stamm Veggies des Erbarmungslosen zu besiegen. Über die Ebenen des Todes und die Schicksalsfelder. Wo wir die Stadt Tormir von den dunklen Horden von Kalisch befreiten. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, den Turm des Zauberers zu stürmen und die Welt zu retten. Wieder einmal. Klingt ambitioniert. Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Nun, rohe Gewalt hat uns noch nie im Stich gelassen. Aber wenn das passiert, soll uns angeblich der Druide helfen können. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Ja, der Druide, den suche ich ganz durch Zufall auch. Wisst ihr da... Nee, da wissen sie leider nichts darüber. Wie viele Heldentaten habt ihr denn schon vollbracht, wenn ihr so erzählt von eurem Weg hierher? Ja, scheint euch ja ziemlich viel hier. Wie viele Heldentaten habt ihr denn schon vollbracht? Wir sind Zweite in der ersten Liga der Barbarenjäger. Und immer noch in Führung im Wettbewerb um die Ork-Zerstückeltrophäe. Sehr schön. Wolltet ihr schon immer Barbaren sein? Wolltet ihr schon immer Barbaren sein? Mit 4 Jahren habe ich den ersten Kobold erlegt. Und mit 7 haben wir die erste Stadt befreit. Wo habt ihr denn eure Rüstungen her? Wo habt ihr denn eure Rüstungen her? Die Schmiede der Kampfzwerge in Northgate. Wir sind nie enttäuscht worden. Und, was tragt ihr denn für gewöhnlich so im Bett, wenn ich das fragen darf? Was tragt ihr gewöhnlich im Bett? Rüstung. Hab ich mir gedacht. Sehr gut. Was sind so eure Ziele im Leben? Was sind eure Ziele im Leben? Gestern überlegten wir, ob wir die Orks vertreiben. Aber wir dachten, das ist zu einfach. Deshalb wollen wir heute Sordid töten. Was habt ihr denn heute Morgen so gefrühstückt? Vermutlich Nägel mit rohen Eiern. Was habt ihr heute Morgen gefrühstückt? Koboldflocken mit Orkauge, einseitig gebraten. Es sind eure Haare, die sehen so gefärbt aus. Sind eure Haare gefärbt? Für meines nehme ich Orkblut. Und ich nehme Trollhirne. Lecker. Lecker. Danke, ich habe keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt heiß. Ja, richtig. Wir sind ja vom Magazin. Mit dem können wir nicht interagieren. Mit dem da hinten auch nicht. Dann gehen wir doch mal ins Nebenzimmer. Und schauen, was wir hier finden. Richtig.
Haben wir die zwitschernden Spatzen noch? Ich glaube nicht, dass das sehr wichtig ist. Wie war doch sein Name? Du weißt, der kleine Mann sagte, dass es sehr wichtig wäre. Ich glaube, dass das einen furchtbaren Lärm macht. Es klingt gar nicht wie Spatzen. Ich habe zwei Shows, zwei Punks und einen Kong. Tropfe ein wenig von dem Sulfat darauf. Läuft gut für mich. Das gibt 44 Punkte. Ja, aber du bekommst sie verdoppelt. Für das Paar verborgener grüner Drachen, dachte ich. Aber ich habe einen Gong. Der ist doch mehr wert. Du hast aber keinen einzigen grünen Drachen. Aber ich habe dafür drei rote Drachen im Kong. Schau doch in den Regeln nach. Also ist die herrschende Windrichtung Norden, ja? Nicht zu dieser Jahreszeit. Osten ist weitaus angenehmer. Aber im Spiel ist es Norden. Das ist Schwachsinn, wenn du mich fragst. Es ist im Ganzen nicht sehr realistisch. Die chinesische Mauer zu bauen, um sich vor Dämonen zu schützen, ist erst recht nicht realistisch. Dämonen können fliegen, jeder weiß das. Vielleicht ist es eine magische Mauer. Ich nehme es an. Sieht aber gar nicht magisch aus. Erscheint mir ein wenig herzlos, uns auf diese Weise zu beseitigen. So, und ich bin der Ostwind, richtig? Ich dachte, ich wäre der Ostwind. Du bist eine südliche Brise, glaube ich. Ich denke, dass wir alle Winde sind. Ich wäre lieber eine Brise als ein Wind. Man kann seinen Hut im Wind verlieren. Du musst ihn nur mit einem Faden festbinden. Der reibt sich aber am Kinn. Der kann dir einen ekligen Hautausschlag bescheren. Ich frage mich, wo Kalypso sein könnte. Ja, seltsam, dass er nicht zu Hause ist. Vielleicht ist er auf der Suche nach Zutaten. Wir werden morgen nach ihm schauen. Vielleicht weiß er etwas über diesen verflixten Stab. Psst, unsere Aufgabe ist top secret. Gut, ich habe auch schon genug von der Sache. Wir suchen jetzt schon seit 3 Monaten. Wenigstens wissen wir jetzt ungefähr, wo er steckt. Wenn du auch den Detektor nicht zerstört hättest. Wie sollte ich wissen, dass er nicht wasserfest ist? Nun, der Rat wird schon etwas dazu sagen. Wichtig und wertvoll war der Apparat. Woher kam dieses Spiel überhaupt? Dieser kleine Mann mit den seltsamen Augen hat es uns gegeben. Erinnerst du dich noch? Ich hoffe, dass wir nichts dafür bezahlt haben. Ein netter Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sehr begabt mit seinem Wok, oder nicht? Das Ding sah sehr scharf aus. Ich würde mich da nicht herantrauen. Ich würde gerne mal seinen verwirrten Freund treffen, über den er dauernd sprach. Er war nicht verwirrt. Er wurde nur Verwirrung oder so ähnlich genannt. Wenn ich ihn anhand dessen, was er gesagt hat, beurteilen sollte, dann klang er sehr verwirrt. Ich hatte mal einen Freund, der verirrt war. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Also lasst uns das Spiel noch einmal spielen. Was sagtest du doch gleich, wo wir waren? Laut Führer sind wir im Quaint, einem ländlichen Dorf. Wir machen keinen Fortschritt bei unserer Aufgabe. Wir sind nur bis hierher gekommen. Wir werden das verdammte Ding schon finden. Scheinbar wurde dieser Überläufer von Sordid zuletzt in dieser Gegend gesehen. Ich hoffe, dass wir ihm nicht über den Weg laufen. Gut, reicht jetzt auch die ganze... Ich erinnere mich an Sordid in unserer Runde. Richtig. Die ganze Konversation, die kann man jetzt noch stundenlang zuhören. Zeit für ein anderes Spiel. Ich möchte diesmal den Nordwind führt sein. Aber auch zu nix. Entschuldigung. Ja, wollen wir euch mal unterbrechen. Entschuldigung. Was ist das für ein Spiel, das ihr da spielt? Sieht ja nach Dungeons & Dragons aus. Was ist das für ein Spiel, das ihr spielt? Wir ernten Feldfrüchte. Oder aber... Ja, das machen wir. Und wir sind keine Zauberer, oder aber? Nein, genau. Wir sind Bauern. Wir sind weniger magisch als eine Kartoffel. Seid ihr sicher, dass ihr keine Zauberer seid? Seid ihr sicher, dass ihr keine Zauberer seid? Wir
Ja, natürlich, mein Junge. Wir sind halt vom Land. Bärig und kernig. Ist es nicht so? Willst du etwa behaupten, dass wir Lügner sind? So ähnlich. So ähnlich. Wie kommst du denn darauf, wir wären Zauberer, hä? Erst als schön über dem Presslufthammer die vierte Wand zerstören. Mein Mauscursor sagt mir das, wenn ich auf euch klicke. Mein Mauscursor sagt mir das, wenn ich auf euch klicke. Oh, gutes Argument. Verkleidung abnehmen, Jungs. Ganz nebenbei, über was wolltest du mit uns sprechen? Leben, Freiheit und die Kunst des Glücklichseins. Leben, Freiheit und die Kunst des Glücklichseins. Ha, hör zu, Junge. Stiehl uns nicht die Zeit, Junge. Ja, gut. Dann würde ich sagen, eine tiefergehende Konversation mit den Zauberern führen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.